Wenn wir von Bildungsformen sprechen, sprechen wir üblicherweise eigentlich von drei Formen, die immer eine ganz wichtige Rolle spielen, nämlich einmal die formale Bildung, die nonformale Bildung und die informelle Bildung. Formale Bildung ist sicherlich am einfachsten zu erklären. Das ist all das, was in staatlichen und offiziellen Bildungseinrichtungen stattfindet, also wie Schule, berufliche Bildung oder auch die Hochschule und das Studium in der Universität. Dort werden offizielle Zertifikate verliehen und offizielle Abschlüsse erlangt. Das ist sozusagen der Bereich der formalen Bildung. Wir haben daneben den Bereich der nonformalen Bildung, was schon mal deutlich ist, dass es etwas anderes ist als formale Bildung. Es ist mehr als Schule, Ausbildung und Studium. Es sind sozusagen Dinge, die daneben oder darüber hinaus angeboten werden. Aber es sind auch, oder es ist auch Bildung, die zielgerichtet und organisiert stattfindet, die außerhalb dieser Bildungseinrichtungen stattfindet, der offiziellen Bildungseinrichtungen stattfindet und auch keine Zertifikate verleiht. Aber Kompetenzerwerb ist sozusagen auch ein wichtiger Aspekt in der nonformalen Bildung. Und darüber hinaus haben wir noch den Bereich der informellen Bildung. Das ist sicherlich das, was sich tatsächlich am schwierigsten erklären lässt, weil es ungesteuert und sozusagen nicht zielgerichtet stattfindet, sondern eigentlich im tagtäglichen Leben, man kann es vielleicht auch mit Alltagsbildung im weitesten Sinne umschreiben, immer stattfindet, tagtäglich stattfindet und natürlich auch im gesamten Lebensverlauf stattfindet. Wenn wir den Begriff uns schon anschauen, nonformale Bildung, wird relativ schnell deutlich, dass der vor allen Dingen im Gegensatz oder in Abgrenzung zur formalen Bildung benutzt wird und gleichzeitig aber auch deutlich macht, dass es etwas anderes ist als formale Bildung. Und man kann bestimmt erstmal auf eine einfache Formel sagen, es ist auf jeden Fall mehr als Schule, Ausbildung oder auch Studium. Es gibt eine breite Debatte allein um den Begriff nonformale Bildung, was er eigentlich beinhaltet. Wenn wir den nationalen Bildungsbericht beispielsweise anschauen, der hat eine Definition gefunden für nonformale Bildung und hebt dabei besonders auf zwei Dinge ab, nämlich zum einen auf die Bildungsorte auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf die Bildungszertifikate. Und er sagt sinngemäß, dass nonformale Bildung außerhalb von staatlichen oder staatlich anerkannten Bildungsinstitutionen stattfindet und zu keinen anerkannten Schulabschlüssen oder überhaupt Abschlüssen führt. Das ist sozusagen so erstmal eine relativ zentrale Definition, wenn wir von nonformaler Bildung sprechen. Dazu kommen aber durchaus auch noch andere Beschreibungen. Die eine ist, dass es sich trotzdem auch bei nonformaler Bildung um zielgerichtetes Lernen und auch organisiertes Lernen handelt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und sehr wichtig ist auch, dass es sich in den meisten Fällen um freiwilliges Lernen und freiwillige Bildung auch handelt, wie beispielsweise in Vereinen. Das sind sozusagen so ein bisschen erstmal die vielleicht analytischen Abgrenzungen, die wir hier haben, wenn wir von nonformaler Bildung im Gegensatz zu formaler und auch informeller Bildung sprechen. Wenn wir allerdings auf den Bildungsaneignungsprozess schauen, ist natürlich klar, dass auch immer alle drei Bildungsformen hier eine ganz wichtige Rolle spielen und nur im Zusammenspiel tatsächlich Schlüsselqualifikationen, bestimmte Kompetenzen auch angeeignet werden können, die letztendlich zur Teilhabe auch am Leben, am gesellschaftlichen Leben führen. Wenn wir auch noch mal ein bisschen auf die Historie schauen, vielleicht von nonformaler Bildung, stellen wir fest, dass eine starke Konjunktur dieses Begriffes eigentlich seit 20 Jahren stattgefunden hat. Und das hängt ganz klar damit zusammen, dass wir damals die erste PISA-Untersuchung hatten, die ja so einen starken Zusammenhang festgestellt hat zwischen sozialer Herkunft und Bildungsbeteiligung. Und im Nachgang ist einfach noch mal sehr stark versucht worden, über nonformale Bildung auch und Angebote der nonformalen Bildung eine stärkere Bildungsgerechtigkeit auch herzustellen. Also auch sogenannte bildungsbenachteiligte Menschen stärker zu einer Bildungsbeteiligung, Bildungschancen zu eröffnen. Und man muss sicherlich sagen, das sagen zumindest auch alle Studien, die es dazu gibt, dass das eine Hoffnung war, die sich nur zum Teil bisher tatsächlich erfüllt hat. Ja, ein erster Blick darauf ist sicherlich wichtig, sich nochmal zu verdeutlichen, dass man, glaube ich, nicht die eine Bildungsform gegen eine andere irgendwie aufwiegen kann, sondern dass es tatsächlich immer darum geht, diese im Zusammenhang zu sehen. Wir sind sozusagen von allen Bildungsformen umgeben, sowohl von formaler, nonformaler und auch informeller Bildung. Das ist sicherlich erstmal ganz wichtig. Wenn wir spezifisch auf die nonformale Bildung und deren Möglichkeiten schauen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal auf die
die Bildungsorte zu schauen, wo findet nonformale Bildung tatsächlich statt. Und sie findet auch an formalen Bildungsorten statt, wie zum Beispiel Schule. Das ist ein ganz wichtiger Ort, wo eben auch nonformale Bildung angeboten wird. Gerade mit dem Ausbau der Ganztagsschulen in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist das ja ganz stark auch in der Diskussion, dass dort ganz viel nochmal angeboten wird, neben dem Unterricht, sogenannte außerunterrichtliche Angebote. Und die bilden natürlich die Möglichkeit, Bildung einfach auch nochmal anders erlebbar zu machen, Wissen anders zu vermitteln. Wenn wir an Dinge denken wie AGs zum Schulgarten angefangen auf der Seite oder auch künstlerische Möglichkeiten, Theaterspielen oder ähnliches oder eben auch Technikkurse, die es wirklich ermöglichen, auch formale Lernprozesse hier sehr stark auch zu unterstützen an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, schon erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben aber natürlich auch noch ganz andere Bildungsorte neben der Schule, wo nonformale Bildung eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir denken an Vereine, Sportvereine hier natürlich ein ganz wichtiger Bereich oder auch künstlerische Bildung und nicht zuletzt auch Medien, auch immer stärker werden, die digitalen Medien, die einfach auch ein Ort sind, wo nonformale Bildung stattfindet. Ein anderer wichtiger Aspekt ist sicherlich, nonformale Bildung ist eben auch zielgerichtet und soll sozusagen auch Bildung vermitteln. Also es werden Kompetenzen erworben oder auch vertieft und verbessert. Aber das ist nur ein Punkt, sehr wichtig auch nochmal, und da ist nonformale Bildung tatsächlich nochmal sehr herauszuheben, ist, dass es tatsächlich eine subjektorientierte Bildung ist, dass man tatsächlich ansetzt an individuellen Bedarfen und auch Voraussetzungen der Menschen, die sozusagen nonformale Bildung genießen, und dass man einen sehr viel stärkeren lebensweltlichen Bezug sicherlich hat, als es die formale Bildung beispielsweise auch haben kann. Und insofern kann man sicherlich auch sagen, dass vielleicht so ein bisschen zwei Pole zu identifizieren sind, zwischen denen sich nonformale Bildung hier auch bewegt. Auf der einen Seite tatsächlich Angebote an Bildung, die formales Lernen, formale Bildung durchaus auch unterstützen, die nochmal einen anderen Blick auf Bildung und auch Wissensvermittlung geben können. Auf der anderen Seite haben wir auch natürlich den wichtigen Ansatz, zu sagen, ist auch eine Zweckfreiheit von nonformaler Bildung. Also wenn Sie an alles denken, was in der Freizeit passiert, an Vereine oder Ähnliches, dort ist sozusagen nicht unbedingt der Kompetenzerwerb vielleicht an erster Stelle, sondern tatsächlich auch die Zweckfreiheit. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Kennzeichen nonformaler Bildung. Also wenn wir auf nonformale Bildung schauen und lebenslanges Lernen, muss man sicherlich sagen, dass Bildung insgesamt im Lebensverlauf eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dabei spielen natürlich auch informelles Lernen eine wichtige Rolle, auch formelles Lernen oder formales Lernen neben dem nonformalen Lernen. Klar ist, dass wir immer dazulernen im Lebenslauf, dass wir auch gezwungen sind, durch veränderte Rahmenbedingungen uns auch immer wieder anzupassen und Dinge neu zu lernen. Ein schönes Beispiel sind sicherlich, dass die mittleren und älteren Generationen sich jetzt auch nochmal ganz anders mit Digitalisierung auseinandersetzen müssen und das tatsächlich auch neu lernen müssen, unter anderem eben auch in nonformalen Settings letztendlich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir, wenn wir vom lebenslangen Lernen sprechen, sehr häufig auch informelles Lernen meinen, also Dinge, die sozusagen nebenher mitgelernt werden oder im Alltag mitgelernt werden. Insofern lohnt sich schon, bei nonformalen Lernen noch mal ein bisschen genauer auch drauf zu schauen. Vor allen Dingen, wenn wir schauen auf Vereine beispielsweise, der Sportverein, der lebt natürlich auch von jungen Erwachsenen und Erwachsenen weiterhin. Oder die Frage nach dem Vertiefen und weiteren Lernen von Fremdsprachen, auch das ist ein wichtiger Aspekt, der vor allen Dingen auch im weiteren Lebensverlauf eine wichtige Rolle spielt. Gerade auch die Volkshochschulen sind da ein wichtiger Ort, an dem nonformales Lernen auch weiter unterstützt wird im Lebensverlauf. Nichtsdestotrotz, wenn wir es uns zahlenmäßig anschauen, wird schon auch deutlich, und das gehört eben auch zur Wahrheit, dass nach der Schulzeit oder der Zeit in formalen Bildungseinrichtungen auch die Beteiligung an nonformalen Bildungskursen oder Angeboten durchaus nachlässt. Also zahlenmäßig sinkt das tatsächlich im Lebensverlauf. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, gerade wenn wir an berufliche Weiterbildung denken, an Weiterbildung insgesamt, dass das eine viel wichtige Rolle auch zukünftig spielen wird. Wir haben eine sehr große Veränderung der Rahmenbedingungen, auch was die Arbeitswelt beispielsweise betrifft. Und auch hier wird es zukünftig eine größere Rolle für die nonformale Bildung geben, auch da in den Weiterbildungsprozess mit einzusteigen und entsprechende Angebote dann auch zu liefern.
Also erstmal können wir feststellen, dass die Bildung, das Bildungsthema in den Kommunen in den letzten Jahren ja sehr zentral geworden ist im Vergleich vielleicht zu 10 oder 15 Jahren zuvor. Auch natürlich eingedenk der Tatsache, dass die Kommunen ja für viele Bildungsbereiche gar keine Zuständigkeit besitzen, Stichwort Schulbildung, ist es trotzdem so, dass natürlich die Bildung vor Ort stattfindet. Sie findet in den Kommunen statt, in den Gemeinden statt und insofern ist es natürlich auch ein Thema für die Kommunen selber, dort gestaltend tatsächlich mit einzuwirken. Ich denke, dass wir in den letzten Jahren auch beobachten können, dass gerade die nonformale Bildung immer mehr Aufmerksamkeit auch für die Kommunen gewinnt. Das ist auch ganz klar. Wir haben vor Ort die Bibliotheken, wir haben Volkshochschulen, wir haben kulturelle Angebote. Musikschulen sind sehr häufig auch in der Trägerschaft der Kommunen. Und wir haben das breite Spektrum der Kinder- und Jugendarbeit, die natürlich auch mit vielen Angeboten im Bereich der nonformalen Bildung in der Kommune sozusagen aktiv sind. Und insofern ist es für Kommunen auch immer wichtiger geworden, diese Angebote sich anzuschauen und auch sehr stark für die Attraktivität einer Kommune mitzunutzen. Also das haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Kommunen erkannt, dass es ein ganz wichtiger Ansatz ist, auch die eigene Kommune in diesem Bildungsbereich auch über nonformale Bildung hier attraktiv zu machen. Und wir sehen auch, dass einzelne Kommunen auch nochmal Schwerpunktsetzungen hier vornehmen im Bereich der nonformalen Bildung oder diese zumindest auch mit nutzen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ja sehr stark auch getragen ist von nonformalen Bildungsangeboten, beispielsweise auch über die Zivilgesellschaft, die in einer Kommune hier tatsächlich gemacht werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, und das ist vielleicht auch schon klar geworden bei der Aufzählung, wir haben ein großes Feld, eine große Vielfalt von Angeboten im Bereich der nonformalen Bildung in der Kommune, in den Gemeinden. Das heißt also, den Überblick dort zu behalten, ist nicht immer ganz einfach, auch für die Kommunen selber. Da können Lücken übersehen werden oder Überangebote auf der anderen Seite sind tatsächlich nicht deutlich geworden. Und insofern sehen wir auch, dass Kommunen tatsächlich versuchen, über eben ein kommunales Bildungsmanagement diese Angebote besser aufeinander zu beziehen, besser zu koordinieren, um sie dann auch sozusagen zugänglich zu machen, für ihre Bevölkerung auch nutzbar zu machen. Und hier ist natürlich ein großer und wichtiger Aspekt, erstmal einen Überblick zu verschaffen und sozusagen datenmäßig auch diese ganzen Sachen sichtbar zu machen. Also ein datengestütztes kommunales Bildungsmanagement aufzubauen. Und wir sehen aber, dass es nicht immer ganz einfach ist für Kommunen, solche Daten gerade über nonformale Angebote zu gewinnen. Es ist natürlich sehr viel einfacher, über amtliche Statistiken sozusagen das Schulfeld abzubilden. Es ist sehr viel schwieriger, das breite und sehr differenzierte Feld der nonformalen Bildung abzubilden. Und insofern ist das eigentlich noch etwas, wo tatsächlich Entwicklungsbedarf auch für die Kommunen besteht, hier auch noch eine stärkere Datenbasierung in diesem Bereich zu realisieren.